Sehr fein. Allerdings muss die Frau Glaser das nächste Mal besser aufpassen, was sie bestellt. Ah, ja. Habe ich wieder kein Korn bestellt, sondern habe Mehl bestellt. Aber das ist egal, weil das wird eh aufgebraucht, gell? So. Herrlich. Bin begeistert. Oh, die Verpackung. Gell? Na, also da haben wir jetzt einmal zwei verschiedene Dinkelmehl. Für meine Hexenseelen und für meine Hexensemmeln, ganz wichtig. Das wisst ihr, mache ich ja mit dem Dinkelmehl, gell? Dinkel und Vollkornweizen. Dann haben wir da einmal die Bioerbsen. Gell? 5 Kilo für einen richtigen guten Erbseneintopf etc. pp. Couscous, quält von alleine, braucht man nicht viel. Ein bisschen Wasser dazu. Fertig. Dann Hartweizengrieß zum Nudeln machen. Gell? Was haben sie gesagt? In Italien gingen die Nudeln aus, weil sie kein Hartweizengrieß haben. Aber was ist denn das dann? Müssen sie ihn halt bei uns kaufen. So, dann Haferflocken fürs Frühstücksmüsli, für mein Buddha Bowl, wie mein Puppilein immer sagt. Und das Roggenmehl. So. Also, sehr fein. Sehr zu empfehlen. Auch wenn es kein Kognakschwamm ist. Und apropos Schokolade, haben sie noch mit reingelegt. Die ist ja fein. Sehr gut. Kann man nur empfehlen. Wie gesagt, kann man auch versenden auch nach Deutschland. Gell? Und eine Shea-Butter zum Backen und Braten. Ich wünsche euch was. Ich würde jetzt mal verräumen. Die Katzen haben Freude mit den Kartons und mit dem Verpackungsmaterial. Bis die Tage.